Hohenberg an der Eger, eine 1400-Seelen-Gemeinde in Oberfranken. Restaurierte Häuser, die malerische Burg, ein gepflegter Marktplatz. Idylle auf dem Land, möchte man meinen. Aber auch das ist Hohenberg. Verlassene Häuser, leerstehende Läden, keine Schule mehr am Ort und nur noch ein Tante-Emma-Laden für Besorgungen. Wer jung ist, Karriere machen und was erleben möchte, zieht weg aus Hohenberg. Die Alten müssen bleiben. Ingrid Pöhlmann lebt hier seit 25 Jahren. Ursprünglich kommt sie aus Berlin, dort wohnen auch ihre Kinder. Auf einer Busreise nach Hohenberg lernte sie ihren späteren Mann kennen und blieb. Seit 4 Jahren ist sie Witwe, lebt allein auf dem 2000 Quadratmeter Grundstück. Die 75-Jährige weiß, das Hohenberg von früher gibt es nicht mehr. Doch, das war schon leer. Aber das liegt ja eigentlich nicht daran, dass die Leute es nicht wollen. Sie können es einfach nicht. Sie müssen dahin gehen, wo sie Geld verdienen. Ne? Und dann bleiben natürlich die Alten zurück. Bürgermeister Jürgen Hoffmann kennt die Sorgen der Hohenberger. Als den griechischen Teil von Bayern bezeichnet er seine hochverschuldete Heimat. Vor allem durch den Wegbruch der Porzellanindustrie fehlen Arbeitsplätze und damit Steuereinnahmen. Um den Ort attraktiver zu machen, sucht die Gemeinde seit Jahren händeringend Investoren. Bislang vergebens. Hoffnung setzt der Bürgermeister nun in das vom Freistaat ins Leben gerufene Projekt. Es heißt Marktplatz der Generationen und soll 9 ausgewählte Gemeinden unterstützen. Hohenberg bewarb sich gemeinsam mit der Nachbargemeinde Schirnding. Wir haben alle Sparmaßnahmen momentan ausgeschöpft, hier in Hohenberg sowie auch in Schirnding. Und wissen eigentlich nicht mehr weiter. Und deswegen kommt so ein Programm für uns natürlich recht. Und wir klammern uns an jeden Strohhalm und hoffen natürlich auch, dass durch so ein Programm uns hier in der Gegend geholfen wird. In vielen Gemeinden wie dieser fehlt es an Struktur. Keine Läden, keine Schulen, keine Banken. Manchmal reichen schon Kleinigkeiten wie ein Bus, mit dem ältere Menschen zum Einkaufen oder zum Arzt gebracht werden könnten. Genau so einer fährt seit dem Frühjahr durch das unterfränkische Breitbrunn. Die Gemeinde hat den Bürgerbus aus eigener Kraft finanziert. Ehrenamtliche fahren ihn. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch Breitbrunn hat sich für das Projekt beworben. Ortsbesichtigung. Ines Riermeier beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Alter und ist als Gemeindeberaterin im Auftrag des Freistaats unterwegs. Bürgermeisterin Gertrud Bühl stellt ihr die Gemeinde vor. Jetzt unsere alte Schule. Die steht seit 2006/2007 leer. Da wurde die Hauptschulklassen abgezogen nach Ebelsbach. Durch die Ortsbegehung verschafft sich Ines Riermeier einen ersten Eindruck. Denn jede Gemeinde hat ihre speziellen Probleme. Ich meine, man kann schlecht entwickeln, wenn man nicht vorher sich bemüht hat zu verstehen. Und vor allen Dingen wird es schwer, passgenaue Konzepte zu entwickeln und auch umzusetzen, wenn man sich eben nicht bemüht hat vorher. Zu verstehen, was auch den Menschen hier ein Anliegen ist, die ja Experten ihres eigenen Ortes sind. Die Probleme von Breitbrunn und Hohenberg sind grundverschieden. Überalterung ist in der unterfränkischen Gemeinde kein Thema. Der Altersdurchschnitt liegt bei 41 Jahren. Breitbrunn ist ein reiner Wohnort. Viele Familien bauen hier. Für sie ist es nicht so schlimm, dass es mittlerweile weder Bank noch Post gibt. Bürgermeisterin Gertrud Bühler sucht Unterstützung für die älteren Breitbrunner. Dass ich eine genau für Breitbrunn mit seinen Ortsteilen zugeschnittene Lösung bekomme oder eine Hilfestellung, um unsere Senioren hier in unserer, sage ich jetzt mal, Wohlfühlgemeinde behalten zu können, dass sie nicht in Seniorenwohnheime müssen, sondern dass sie hier dann ihren Lebensabend verbringen können in der Heimat, die sie so mögen. Dazu gehört auch eine ärztliche Grundversorgung. Der Breitbrunner Hausarzt hat seine Praxis letztes Jahr aus Altersgründen aufgegeben. Seitdem steht sie leer. Für die Bürgermeisterin kein Dauerzustand. Hier erhofft sie sich Hilfe vom Projekt. Zurück in Hohenberg. Hier praktizieren sogar 2 Fachärzte. Das alte Schulhaus dient seit vergangenem Jahr als Ärztehaus. Das konnte nur funktionieren, weil die Gemeinde 300.000 Euro in den Umbau gesteckt hat. Gut angelegtes Geld, freut sich der Bürgermeister. Nun sei man aber am Limit angelangt. Die Erwartungen an das Projekt der Staatsregierung sind groß. Auch die von Ingrid Pöhlmann. Ich
werde mich bemühen, so lange wie möglich zu bleiben und hoffe auch, dass es mir gelingen kann. Marktplatz der Generationen. Innerhalb der nächsten 4 Jahre wird sich zeigen, ob der Name des Projekts auch Wirklichkeit wird.